Moin in die Runde, da ist er, der Bauer aus der Mark. Heute mal mit feinen Zwirn, der will auf Achse, wurde geladen. Aber ich habe mir das Video noch mal ein paar Mal angeguckt, was wir gestern da von der Agrarministerkonferenz, von der Abschlussrede des Ministers da vor den Bauern gehört haben. Demokratisch gewählte Parteien, hallo, wir sind in Demokratie. Und wenn da welche gewählt sind, die die Farbe nicht haben, wie rot, grün oder gelb oder dunkelrot, ja, dunkelrot ist auch nicht für mich eine demokratische Partei in dem Sinne, wenn sie die Blauen da verabscheuen. Demokratie hat jeder gewählt, was er wollte. Und ich hoffe, dass es noch so lange bleibt, dass jeder wählt, was er möchte und nicht, was er soll. Und wenn er mit der Meinung dieser blauen Farbe nicht einverstanden ist, ja, dann hat er Pech gehabt. Aber die Menschen dazu deswegen zu verurteilen oder, wie in seiner Rede auch gesprochen, die radikalen Ränder. Ich bin kein radikaler Rand. Ich bin Bauer. Und im letzten Video habt ihr gesehen, haben wir über Wald gesprochen, Waldbewirtschaftung. Er möchte den Waldumbau fordern mit 300 Millionen. Ja, Geld ist nicht alles. Wissen ist das eine. Hier in der Märkischen Büchse, in der Märkischen Sandbüchse, kann man noch eine Eiche unterstecken, eine Douglasie unterstecken, eine Lärche vielleicht noch. Da versucht es jemand mit Esskastanien, eine Birke noch. Oh, die wachsen alleine, ist Unkraut. Aber Wissen ist eine Frage, die man sich aneignen muss. Und ich bin auch kein radikaler Rand in dem Sinne, dass ich zu allen politischen Richtungen mal ein Ohr habe. Warum soll ich die Leute verurteilen, die grundsätzlich der blauen Farbe angehören? Man muss sich mit allen Menschen verständigen. Und immer wieder die Schuld auf die anderen zu schieben, was sie selber versaut haben, denn die Energiekrise, die er angesprochen hat, haben ja wohl die Rot-Grünen da hingerichtet oder hergerichtet, auch die Gelben waren schuld. Da nehme ich den ja nicht ganz aus. Aber dann zu behaupten, ja, wir haben ja die Gasspeicher ohne den Putin wieder aufgefüllt, der erzählt ja nicht die ganze Wahrheit. Zum Beispiel, die großen Verbraucher haben abgeschalten. Kupferhütte, Hochofen abgeschalten, Stahlwerke abgeschalten. Piesteritz fängt jetzt erst wieder an. Wenn die erst wieder drin sind, dann nimmt der Speicher aber wieder richtig ab, wenn die dann wieder Dünger herstellen. Jetzt machen sie ja bloß für AdBlue und Kohlensäure, denn Kohlensäure ist ja ein Bestandteil von vielen Getränken. Cola, Wasser, das einfach so fehlt. Oder Apfelschorle. Ne? Das fehlt alles, weil energietechnisch die Jungs da drüben in Berlin mit ihrer komischen Ampel nichts, aber auch nichts begriffen haben. Und dass man uns Bauern gleichstellt, mit welchen, die da drüben im Osten wirtschaften und irgendwo im Krieg verwickelt sind, er sagt ja auch nicht die ganze Wahrheit. Wir hören ja bloß immer die Wahrheit, die man hören will, über die Öffentlich-Rechtlichen. Mehr kann man ja nicht hören, denn die anderen Kanäle sind ja abgeschalten. Demokratie gehört eigentlich dazu, dass alle Kanäle offen sind. Aber ist eine andere Frage. So, ich lege für mich fest, dass die Rede, die er vor den Bauern gehalten hat in Quedlinburg, nicht besonders war. Da waren nur leere Phrasen und er und wir und wir zusammen, Meister, werden gar nichts zusammen. Denn das, was bis jetzt gelaufen ist mit eurer Politik gegen die Landwirtschaft, wird wohl noch eine Weile andauern. Und wenn man sich kein Wissen aneignet, haben wir ja bei der letzten grünen Ministerin gesehen, die da Landwirtschaft betrieben hat, es geht nicht so, wie ihr euch das vorstellt in eurer grünen Blase. Ganz einfach. Entweder ihr lernt dazu oder ihr legt den Job nieder. Und wenn es so weitergeht, die Energiekrise, wenn ich denke, dass wir ab 1. Januar kein Öl mehr bekommen aus der russischen Leitung Duzhba, dann wird es hier echt anders. Wenn ich jetzt schon über 2 Euro bezahlen muss für einen Liter Diesel, dann wird es noch ein bisschen mehr werden. Und ich glaube, dann werden auch viele Bauern einfach sagen, wisst ihr was, mein Arsch ist mir der Nächste. Ich werde nur noch für mich produzieren und was die anderen machen, ist mir völlig Wurst. Und die Preise werde ich selber festlegen und werde die dann an die Bedürftigen, die da kommen und betteln, gegen horrende Preise veräußern. Denn ich muss zusehen, dass ich meinen Laden zum Laufen kriege oder am Laufen erhalte. Die grüne Blase mit ihren Wirtschaftspaketen, bei 65 Milliarden, was das letzte Paket war, gibt doch jedem Bürger 1 Million. Dann habt ihr das noch ein bisschen was Geld gespart. Die werden sich schon ihr Essen besorgen. Anders kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
Ihr nehmt mit Geld von denen, die diese Arbeit haben, und gebt es denen, die damit nicht umgehen können. Umgehen können zum Beispiel auch grüne Wirtschaftspolitiker nicht mit dem Geld, was sie sich gerade so unter den Nagel reißen, von denen, die noch Steuern zahlen und von den Betrieben, die noch in Deutschland produzieren. Wer schafft denn die Chemieindustrie ab? Nicht der Wirtschaftsminister. Nee, die grüne Politik. Unter anderem ein grüner Minister, der Landwirtschaft probiert, und seine Staatssekretäre. Also, so wie das jetzt läuft, Meister, kann das nicht weiterlaufen. Und ich denke mir, entweder ihr fangt an zu lernen, gebt euren Job auf, ganz einfach. Das ist die beste Möglichkeit, und lasst Leute ran, die Ahnung davon haben. Es gibt doch grüne Wähler, die Landwirtschaft betreiben. Aber das funktioniert nicht mit solidarischer Landwirtschaft und wir machen nur Gemüse, was gerade wächst. Davon wird keiner satt. Nachhaltigkeit, die ihr uns immer absprecht, ihr grünen Politiker. Wir sind die, die die Kulturlandschaft über Jahrhunderte erhalten haben, ausgebaut haben, umgebaut haben. Und dazu gehören auch Moore. Und wenn ihr die Moore trockenlegen wollt, nass machen wollt, die wir trockengelegt haben, die wollt ihr nass machen, dann ist eine Enteignung. Und wir hatten schon in Deutschland eine Enteignung nach 45 und die müssen wir nicht wieder haben. Wir wollen nicht von der Politik nochmal enteignet werden. Die Leute im Osten wissen, was das heißt. Kollektivierung. Irgendwo zwischen Sozialismus und Kommunismus-Gedanken. Nee. Und ob der Kommunismus nur rot ist oder grün ist, ich will das nicht mehr mitmachen. Denkt mal drüber nach. Der Bauer aus der Mark.